Guten Morgen, letzter Tag bei den Dumanis. Jawohl, morgen fahren wir wieder nach Märzen zurück. Oh, da ist die Katze. Hallo, miau. Kitty Gell. Miau. Nolde. Was hast du denn? Nehmen wir es hin. Nächstjörn. Keine Ahnung, was die Katze will. Da unten. Hey. Guck mal. Oh, die sieht voll süß aus. Ja, hä? Oh, die ist aber lieb, die Katze, ne, Freunde? Ah, schade, wir haben auch nichts zu essen für ihn, ne? So, liebe Freunde, wir fahren zum Bosporus, zu Kadıköy wollen wir hingehen, auf jeden Fall. Da wollen wir ein bisschen am Strand spazieren gehen, also am Bosporus natürlich, nicht am Strand, ne? Also, dann sehen wir uns gleich, wenn wir unterwegs sind, aus dem Bosporus. Mehmet hat ein geiles Auto entdeckt. Gegeben gehabt, ne? Aber der hat ja, Schatz, die Front sieht aus wie von unseren Fünfer vorne. Ja, 21, oh. 23, geile Karte. Oh. Deutschland 20 Mille, locker. Locker. Der hatte goldene BBS drauf. Guck mal, hier schnell Kamera. Guck mal, Alter, wie das aussieht hier, Freunde. Ja, alter Schwede, dumme. Ey. Was denkt ihr, ja? Guck mal, Freunde, ja, wie cool das hier aussieht. Alter Schwede. Ja, wir fahren runter nach Eminönü auf die europäische Seite, Freunde. Bisschen voll, aber geht. Ja. Also wirklich toll. Guck mal, der Ausblick ganz schön. Oh, man kann auch da unten angeln. So, Leute, wir wollen zu Mario. Ja, richtig schön hier, ne? Aber keine Ahnung, wo Mario ist. Wow. Was für eine Aussicht, ja? Aber da vorne ist doch auch die Moschee, Schatz. Ich glaube, Schatz, ich sehe 30.000 Moschees. Nee, ich meinte jetzt wegen das am Wasser direkt. Siehst du das? Das ist die nicht. Wir wollen eine andere. Guck mal, hier ist auch eine Moschee hinter dir. Also wir suchen Super Mario. Das Problem ist so, wir haben gehört, jeder behauptet, er ist Super Mario. Wer? Weiß ich nicht. Aber war das nicht so, dass er aussieht wie Super Mario, deswegen? Yeah. Also, ist das der echte oder nicht der echte? Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr das kennt. Super Mario Emin Usta. Aber da kommen wir, glaube ich, auch rüber zu den Dings. Zu da, wo die Boot, wo wir letztens Fisch gegessen haben, Balleggecken. Aber hat er hier aufgetischt? Weil das sieht so aus, als könnten die ein bisschen geben. Ja, aber das ist der Name. Stehen da Preise? Ja, teilweise nicht. Wo ist dieses in Düdüm gerollt? Oh, ich esse einen Lobster. Ja, ich sehe das gar nicht. Ah, da. 70 Teile. Tech heißt halben, ne? Tech? Hä? Ein. Okay, also ein Fisch dann. 70 Teile und 235. Also, ja, doppelt 135 und 1,70. Das geht. Also so 2,60 Euro, 2,70 Euro irgendwo. Aber ich finde, das sieht hier so richtig niedlich aus. Also ein Düdüm mit einem Fisch kostet 70 Teile. Sind wir so bei knapp 3 Euro. Das ist jetzt so gut. Ja. Also knapp. Wir haben ja gesagt, wir gucken mal. Ja. Ja.
Also Leute, ihr könnt hier auch Lobsters essen, ja, aber keine Ahnung. Verschiedentlich, so aber bei Lobster ist immer der Preis ist aber nichts. Kilo, wahrscheinlich Tagespreis, ja, ne? Tagesabhängig. Also der Typ da hinten hat einen Hahn, aber ich glaube, das ist ein ausgestopfter, ja? Ja, stimmt, der sieht das ausgestopft ist ein ausgestopfter, aus, ja. Oder? Der bewegt sich gar nicht. Nee, deswegen, das ist kein echter Hahn. Und ich dachte schon, er macht hier so ein auf statt Papagei-Foto mit einem Hahn-Foto. Wollen wir mal gucken, wie er das zubereitet? Aber ich weiß, wie gesagt. Keine Ahnung, wir haben hier auch Mario Bar jetzt aufgemacht. Das ist wohl, denke ich mal, neu. So, das sieht aber lecker aus. Ich bin ein bisschen klein. Ich hoffe, ich kann euch das trotzdem zeigen. Wie er das mit den Düdeln macht. Aber eigentlich kommt da wohl eine Würzpaste drauf und dann wird das nochmal angegrillt. Aber es ist ein ganzer Fisch. Also ich finde, da hat man bestimmt mehr von, als wenn man dieses Balik-Eck mit in einem halben Brot isst, weil da war wirklich zu viel Brot drin. Also unsere Balik-Düdeln kommen wohl oder auch nicht. Wer bitte, ja. Was hat denn das in den Getränken? Keine Ahnung. Also es sieht auf jeden Fall richtig, richtig lecker aus. So, jetzt wollen wir mal gucken. So, wer beißt zuerst rein? So, dann ist Gourmet. Aber guck mal hier. Ja, ja, deswegen. Ich habe das ja eben gesehen. Das sieht also richtig lecker aus. Ach so. Erster Biss. Lohnt sich? Geil? Ja. So, jetzt kommt der Boss mit Sesam und so ist er drauf, ne? Ja? Also ich fand die Zubereitung sah schon lecker aus. Süße. Boah. Schmeckt brutal. Wirklich? Also lohnt sich das herzukommen? Alter, schmeckt das geil, ja? Bomba. Ehrlich? Hammergeschmack, ne? Was sagt Baray? Warte, machst du? Hungry. Hungry. Me hungry. Good. Good? Good. Okay. Good. Oh, das ist gesell am Haar. Gesell? Mhm. Nicht gut. Aber ich muss ehrlich sagen. Schau mal ganz kurz. Ich muss ehrlich sagen, ich dachte, es wäre schärfer. Da fehlt mir die Schärfe jetzt. Ich dachte, aber nicht jeder mag scharf. Ich weiß. Weil der andere sagt, dann ist mir zu scharf. Also ich finde geil, Kombi böse. Es ist lecker, auf jeden Fall. Kombi böse. Also ich finde auch lieber nicht zu scharf, weil dann kannst du immer noch dir was probier kaufen. Probier mal jetzt. Jo, mach ich. Ja, irgendwie hat sich das gelohnt hier bei Super Mario, ne? Hier, schön Zitrone und guck mal, bei dem schmeckt man auch den Fisch, weil wenn du die Spalik da drüben gegessen hast, war nur Brot, ne? Genau, der andere zum Beispiel, der knallt da einfach im Brot, einfach ohne Liebe, Brot auf, rein,
Tomate und Salat und Süßgebiet. Aber er hier mit seiner Soße, mit Braten, ne, Schatz, da hat er schon ein bisschen... Sesam! Ach, Tüten wird ja richtig wie heißt das nochmal? Mariniert, genau so. Ja, wirklich toll, 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 muss man sagen. Also, er hat schon den Namen sich verdient. Viele, viele YouTuber waren hier. Und wir waren mal neugierig, ne, ob das so wirklich stimmt. Aber die Straße, ist auch, sehr authentisch. Ne? Richtig so, ja, keine Ahnung. Diese, ne? Musik, die hier läuft. Ja. Wirklich schön hier, wirklich. Ja, muss ich sagen, ne? Kann man sich hier irgendwie, ja, wohlfühlen. Also, Geschmack ist super, Preis ist auch super. Ich glaube, 70 Teller. Kann man nicht meckern, also wirklich kann man nicht meckern. 75 Teller kann man nicht meckern. Wirklich gut, ja, das Essen. Also, super. Wenn wir jetzt nirgendwo anders noch mehr essen würden, würde ich noch einen. Also ich hätte auch gerne einen genommen, aber wir wollen ja auch noch ein paar Foodtouren abarbeiten hier, ne? So, ich muss mich verbessern, das ist kein ausgestoppter Hahn. Das ist ein echter Hahn. Der läuft da rum. Und ein Baui. Keine Ahnung, was der Hahn hier zu sagen hat, aber er ist da. Vielleicht. Oh, dieser Bau hier ist aber süß. Ist wohl noch jung. Hahn möchte da reinpieken. Also, Öne hat sich Köfte mit Pommes bestellt. Das Essen ist seit 5 Minuten da. Wir winken die ganze Zeit, weil er kein Besteck bekommen hat. Jetzt hat er das. Jetzt kann er essen. Die haben alle schon aufgegessen. Also ein lustiger Laden, lustige Leute, aber die Kellner sind alle ein bisschen mehr. Also hier sitzen 10 Mann. Er bringt Getränke, Hälfte daneben. Oder nicht, Fingister. Ja, er bringt Öner sein Essen, kein Besteck. Ich rufe ihn, er sagt, warte mal. Ich sage, Alter, der will jetzt gleich mit Hand aufessen. Also, keine Ahnung. Also, nein, Kellnern hat der Junge nicht drauf. Hat er nicht drauf, keine Ahnung. Er kann lieber die Mädels hier anbackern, das ist alles, was er macht. Wallah billah, ja, nicht okay. So, Feuchttücher sind auch lustig. Ja, nicht schlecht. Das hier ist viel lustiger. Wieso, wer ist denn das? Sein Bruder? Keine Ahnung. Da steht, ist Emil Nuster und sein Bruder. Okay. Dann muss er doch Luigi heißen. Ja, Emil Nuster, ja, stimmt. Aber dann muss er kommen her. Es ist wirklich bekannt hier, ne? Ja. Hey, siehst du das? Die kommen wirklich. Haben hin. YouTube-Hype, ne? Ich schwöre dir, das ist Instagram, YouTube. Guck mal. Also Hype ist. Hype ist da. Ist nee, aber berechtigt. Ist auch berechtigt, weil es schmeckt auch schon. Ja, wollte ich auch sagen. Das ist jetzt nicht berechtigt, aber. Nein, das Service nicht, aber geschmacklich. Also, würde ich jeden empfehlen. Ja. Also, ich muss das leider nochmal betonen: Service 0. Ja. Mehmet hat jetzt Schnauze voll. Mehmet geht da jetzt hin. Tee hat er nicht bekommen. Dann hat er irgendwann mal nach 10 Minuten gesagt, ja egal, gib mir keinen Tee, gib mir die Rechnung. Immer noch nicht gekommen, jetzt geht Mehmet selber hin. 860. Ja, also 1, 2, 3, 4. Geht doch. Ja, so 24, 25 Euro, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Leute, ne? Und er hat seinen Hahn immer noch. Aber er soll dich verarschen. Oh. Er soll dich doch ärgern. Ich nee, ich kann dir ja, wir sind was da hier. Er sagt vorher sagen, dann macht er. Ah. Aber er hat mir auch so gegeben, 50er. Oh, also, da hätte ich lieber einen Fisch gegessen. Den Spaß hat er mir schon von hinten gegeben. Ja, das stimmt. Also da hätte ich lieber noch mal einen Fisch gegessen. Fisch war 75, Eis 50. Ist schon für türkische Verhältnisse schon nicht schlecht. Jetzt den Ali Usta suchen. Den kennt der auch jeder aus YouTube. Chiköfte, der jeden anschreit. Mal gucken, ob er da ist. Er soll Zitrone ins Gesicht spritzen. Oder dir. Oder mir. Und San liebt Chiköfte in Brot, also im Lavash. Ich esse Chiköfte nur so. Weiß es nicht. Vielleicht schmeckt es ja. Ja. Aber bestimmt eine Heiratslocation, weil das ist schon keine Yacht für einen Antrag, das ist schon eine Location zum Feiern. Ja. Also diesen Style mit den Dürüm und Fisch, das haben sich wohl viele abgeguckt. Ich denke mal, er war vielleicht einer der Ersten. Aber hat auf jeden Fall super geschmeckt. Alle die Cousins von ihm. Cousin, Bruder, Schwester. Normal oder die Verwandten. Ja. Oh, eine S-Klasse. Ich glaube, das ist die erste. Die erste oder die zweite, die ich jetzt hier in der Türkei sehe?
helle Innenausstattung, da ist Mehmet schon raus. Also hier, aber nee, das war der Typ auf dem Dings. Ja. Ist der richtige, aber wir können ja mal suchen. Vielleicht finden wir ja ein bekanntes Gesicht. Nein, Mehmet ist da nicht drauf. Aber nö, so auf Anhieb sehe ich kein bekanntes Gesicht. Ich kenne keinen davon. Nee, sag ich ja gerade. Also ich sehe jetzt so kein bekanntes Gesicht. Nein. Aber er hat eine Wall of Fame bekommen. Ja, wunderbar. So, wir gehen jetzt rüber auf die andere Seite. Aber wir gehen dieses Mal das erste Mal unten lang. Sonst sind wir immer oben lang gegangen. Also, das sieht hier alles schick aus. Aber hier. 300 Pelle, ein Lobster. Ehrlich? Bestimmt Kilogramm. Aber ich finde, das hier sieht das so ein bisschen nach Geber aus, finde ich persönlich. Ich weiß es nicht. Ich gehe da einfach mal rauf, da kann jemand das erkennen. Aber schön, wenn du hier abends sitzt, Schatz, mit einem Kaffee, ist schon cool. Ja, deswegen hier so abends Kaffee, Tee, eine Limonata, hier das Wasser. Nicht schlecht, da würde Sam sogar für einen Planeten reinspringen. Wir sind jetzt genau unter der Brücke, wollen da hoch, da sind die ganzen Angler. Er winkt zu. Das ist ein deutscher Meter auf. 1, 2, 3. Oh, wie viele hat der denn da dran? 7 Arten Stück? Hat er. In Deutschland sind glaube ich nur 3 erlaubt, ne? Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hat er alle voll gehabt. Ja, aber das war ein Krügerfisch, glaube ich. Meinst du? Oh, hier. Ja. Wir werden jetzt abgeholt. Luxury. Ja, hier sind wir. Hallo. Aber windig hier, ne, Alter? Hey. So, die ganzen Angler, die haben auch alle schon was gefangen. Und ein Lied. Er sagt, er hat wohl was. Also er hat, die haben hier schon alle was gefangen. Fisch, Fisch. Die machen hier ein Ständchen für uns. Oh, Chokisel. Chokisel. Oh, 6, 7, oh mein Gott, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Stück. Very good. Chokise. How, where are you from? Germany, Ayman. Ayman? Ayman, Vietnam. Hocam, Türkei. Teşekkürler. Heute fangen sie aber alle hier. Aber so klein. Ja, haben sie, ne? Ja. Ich mag die. Ja, ja. Ich mag die richtig gerne. Da ist die Arbeit. Aber ich liebe die Kleinen. Haben sie, schmeckt lecker. Ja, schön knusprig. Schmeckt dann wie Chips.